Hä? Verdammt, was mache ich falsch? Ne? Die Lernfelder waren doch hierfür. Oh Gott. Ich mache irgendwas falsch. Oh Gott. Das ist es auch nicht. Oh, hey, was? Ich mach irgendwas falsch, glaube ich. Definitiv mache ich irgendwas falsch, hä? Was? Ich habe nur das Fragezeichen angeklickt. Ich war wahrscheinlich nicht hundertprozentig. Hä? Was mache ich falsch? Ach ja, richtig, wenn es rot ist, dann nicht hier, ne? Ach ja. Ja, 2 Wochen später. Ihre normale Mensch wird schon längst erwischt. Hä? Was mache ich denn jetzt gerade falsch? Ach, ich Depp. Ja, ja. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Genau, man muss immer klicken, wenn es grün ist. Und bei Fragezeichen ist es möglicherweise ein Teil des Ding und bei Ding, ja, genau. Boah. Speichern und laden, ne? Ohne einmal falsch zu laden, da bin ich gut. Yeah, eine Flacke. Eine Fackel, Fackel, Flacke. Oh, ich sehe Geld. Geld! Da kommen wir kaum ungesehen vorbei! Ja, dann muss ich da wohl irgendwo runterspringen. Ha! Da ist es! Was ist was? Ja, da staunst du! Was ein Kerl wie ich doch alles zu sehen imstande ist! Was? Bluster dich nicht auf, sondern sag einfach, was dir durch den kleinen, kahlen Schädel schießt! Eine Gewehrkugel, ha! Guck dir doch einmal die Rückseite dieses Gemäuers an, Kindchen! Steine, Steine, Steine! Und frischer Mörtel an dieser Stelle! Auf Burgen wird ständig etwas repariert und ausgebessert! Und wenn es nicht zu lange her ist, sollten Sie die Steine einfach aus dem Mauerwerk lösen lassen! Es ist unhöflich, einem älteren mir nicht sinnliches Wort zu fallen! Ja, ja, aber ich hatte doch recht. Was meinst du? Wohin führt der vermauerte Zugang? Tja, meiner Erfahrung nach geht es von dort ins Gachenbälge hinein! Das erinnert mich an ein Abenteuer in Verhusen! Wie kommt man auf so einen Namen? Ich stieg damals in der Nacht vom Dach bis in... Warte, du hattest recht. Die Steine lassen sich ganz leicht lösen. Was hast du gerade gesagt? Geh mir einfach hinein. Wenn das Gebäude leer steht, wird es ein Kinderspiel. Und wenn das Gebäude noch nicht leer steht, was sieht mir dann ganz eine Versammlung aus? Einer großen Versammlung. Psst, schleichen wir uns hier oben erst einmal voran. Es wird sich schon etwas finden. Ja, ich muss hier mal kurz speichern und was schauen. Gut, und weiter geht's. Ja, wir sacken erstmal den Sack ein. Ein Heiltrank. Und killen die Spinne. Yeah, die irgendwie aus Luffy aussieht. Also jetzt diese grafische Animation hier technisch, ne? Und wir rufen die Eule mal hierher, ne? Warten, bis der Balken voll ist. Busch. Angriff. Dann fahren wir dein Auge aus, du. Stärke Luft, Schwäche Erde. Hallo. Ach ja, da kann ich. Hallo. Oh, er ist betäubt. Wir testen mal das Ding. Yeah, sie ist tot. Ich freue mich so. Klingt so begeistert, aber ich freue mich so. Ah, macht doch wenig Schaden. Oh, ich habe gar nichts geklaut. Scheiße. 160 Erfahrungspunkte und mein. Was ist das? Sie haben! Die Handwerker haben noch ein paar Materialreste liegen gelassen.
Kein Wunder, dass hier oben achtlos herumliegt. Der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Hey, der war episch, ne? Epischer Move. Welch ein kompliziertes Schieberrätsel. Ich bin total überfordert. Überraschung! Boah, gibt's hier nicht. Gibt's keine Überraschung. Verpiss dich. Ja, ich muss alles töten, für den Fall, dass jemand fragt. Mit weniger als die totale Tötung gebe ich mich nicht zufrieden. Denn es gibt ja Erfahrungspunkte und dann bekommt der Level, ne? Dann wird es später einfacher. Und wenn es ist wie bei die Reise ins All, dass wir die A brauchen und B, gibt es eine ganze Anzahl an Monstern, die nicht wiederkommen. Nicht so wie bei Final Fantasy, wo man zwei Stunden läuft und ein Urmonster, ey. Spinnenbein gefunden, ich habe wieder nichts geklaut. Warum klaue ich nichts? Ich sollte was klauen. Ein Magietrank. Magifix Soßentrank bin der. 30 klimmernde Goldmünzen. Yeah, ich bin reich, Baby. Lass es uns ausgeben. Bei den Händlern, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Und warum greifen mich überhaupt Spinnen an? Ich meine, tritt man nicht normalerweise auf die drauf und dann sind sie tot? Also gut, vielleicht irgendwelche, keine Ahnung. Was gibt's denn so für gefährliche Spinnenarten? Ich kenne mich mit Spinnen nicht aus. Ja, ich beklau dich. Oh. Ich habe keinen Fischen. Keinen Fischen, Fisch für fangen. Ich will aber einen Fischen, Fisch, Fisch, Fischen. Oh, fisch dich. Ja, komm. Warum bewegen die sich überhaupt so merkwürdig? Yeah, ein Spinnenspeingestell. Das habe ich mir immer gewünscht, ein Spinnenspein. Ja, ich finde noch eins. Boah, ist es nicht geil? Ist es nicht einfach geil? Großartig, eine Sackgasse. Und wie geht es nun weiter? Wirklich nicht, Kind. Man muss eben darauf gefasst sein, die Situation schnell neu bewerten zu können. Mit anderen Worten, du hast auch keine Ahnung. Ha! Ich bin in meinem Leben schon ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt gewesen. Ach ja, es wäre hilfreich, wenn du so etwas schon einmal erlebt hättest. Ihr könnt ja! Also es wäre noch möglich! Na? Warten wir einfach ab! Was ist denn das für ein Plan? Du doch einmal kluge Ding! Sag mir doch eine bessere Idee! Ja, das dachte ich mir! Die Leute da unten werden schon irgendwann wieder gehen! Es wird sowieso besser sein, die Dunkelheit abzuwarten, bevor wir uns aus der Feste schleichen. Siehst du? Und schon verwandeln sie alles in einen richtig guten Fluchtplan. Hihi, eher eine Ansammlung von Zufälligkeiten als ein Plan. Was machen wir so lang? Wenn wir hier schon herumhocken müssen, können wir wenigstens lauschen, was dort unten vorgeht. Von mir aus, aber dann suchen wir uns eine Stelle, von der man etwas mehr sieht als von hier aus. Ja, warum sind das so viele Spinnweben? Wischt die niemand weg? Ist ja fast so schlimm wie mein Zimmer hier, ne? Also ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hin muss. Also echt nicht. Also definitiv nicht hier. Oh, doch? Warte, das ist ein guter Platz. Es sieht halt eine bedeutende Versammlung aus. Vielleicht ein Ritual zu Ehren des Güldenen? Der Hochmeister selbst stand den Ritus zu leiten. Sein Gesicht vergesse ich nicht so schnell. Lass uns hören, was vor sich geht. Haduwin, ey. Kinder der Gerechtigkeit, Söhne des Ordens, Brüder des Schwertes, erfahre das Licht. Wenn Dunkelheit sich erhebt, wenn Schrecken das Land bedroht, dann ist unsere Zeit. Volle goldene Götzen hier. Ah, deswegen auch der Gülden, oder wie? Wer trägt die... Ja, warum redet er jetzt wieder vorher? Wer trägt die Flamme der Gerechtigkeit unerschrocken bis an den finstersten Ort? Der Orden! Ja, ich habe auch einen Orden hier irgendwo. Wer bietet dem Bösen tapfer die Stirn, auch um den Preis des eigenen Opfers? Der Orden. Die Zeit ist daran, diese Worte auch zu leben. Meister, Ritter und Krieger, hört, welches Übel über das gepeinigte Land kriecht. Aus der Erde schwärzester Spalte brechen Dornen empor und spottende Herrschaft des Lichts.
Sie umnebeln den Geist der niederen Kreaturen und machen die Geschöpfe der Natur zu reißenden Bestien. Ja, sie schrecken ihre unheiligen Rasserei nicht einmal davor zurück, einen Zug des Orts anzufallen. Postu. Murmel, murmel. Gurgel, gurgel von mir. Brunsmänner haben davon erzählt. Meister Gemwald soll ebenfalls. Schweigt, meine Brüder. Schweigt und hofft. Ja, genau, halt's Maul, ihr nervt mich. Seit jeher sind aus der Mitte des Ordens Helden erwachsen, um der Gefahr entgegenzutreten. Es ist uralte Sitte, in Zeiten der Not den einen zu erwählen, der die Ordnung des Güldenen schützt. Und unser Orden ist gut aufgestellt. Wir haben Männer dieses Schlages in unseren Reihen. Es gilt, die Wahl zu treffen. Tritt vor, Gerwald, ruhmglänzender Meister des Ordens. Voll der Opa hier, ne? Tritt vor, Radobot, unerschrockener Ritter des Güldenen. Naja, blond ist doch scheiße. Tritt vor, Brunnen, glaubenfester Streiter des Lichts. Ihr edelste Gewächse, sorgfältiger Zucht, Glanz und Schild unserer Gemeinschaft. Schicke mich, Hochmeister. Erfahrung und Taten sprechen für meinen starken Arm. Will ich, Hochmeister. Keine Gefahr kann so groß sein wie mein Mut. Und ich habe ein schwarzes Flaggen gesehen. Schicke mich, Hochmeister. Mich wappnet der Glaube mit Ausdauer und Zuversicht. Ihr drei tragt Züge unseres größten Helden. Tatendrang, Mut und Glauben. Aber was wiegt hier so am schwersten? Ist es der Mut, sich dem Unbekannten zu stellen? Aber Mut ist der Bruder des Leichtsinns. Ist es die Erfahrung, die vor naiven Fehlern schützt, aber oft weigert sich der Wissende weiterzulernen? Oder ist es der vertrauende Glaube, des festen Halt gibt, aber der güldene Schützstreiter, keine Beter? Eine schwierige Wahl. Also ich würde den Erfahrene nehmen. Ach was, der Blonde ist doch ganz niedlich. Brunnen. Was? Eine Zurücksetzung vor Meister Gerwald hätte ich klaglos hingenommen. Aber ich soll zusehen, wie der Sohn von... Wage es nicht, diesen Namen in der geweihten Halle zu nennen. Verzeih mir, Hochmeister. Auf deinen Platz, Radobot. Gott, die Namen schon immer. Ich beuge mich deiner Wahl, Hochmeister. Dann tritt vor, Brunn. Wir wollen sehen, ob der Güldene dich akzeptiert. Eine goldene Scheibe! Hey, wo willst du hin? Ich gehe in Position, die Scheibe in Empfang zu nehmen, sobald sie wieder aufsteigt. Güldener, wir sind deinem Ruf gefolgt. Wir haben die Gefahr erkannt. Oh, die ist gar nicht groß geschrieben, egal. Und wir haben eine Wahl getroffen. Oh, Strahlender, wir bitten dich, unsere Wahl zu bewerten. Gib uns ein Zeichen. Statue, sie bewegt sich. Psst. Spender des Lichts, Richter unserer Taten, genieß unsere Wahl deinen Segen. Alles fügt sich meinem Wunsch gemäß. Gemäß. Ach ja, richtig. Schreibt man das nicht mit Empfangt mein Licht. Unsere Wahl wurde akzeptiert und während sie das Licht über den Erwählten formt, spreche die traditionelle Formel, mit der wir seit alters her den Helden auf seinen Zug schicken. Verdammt, ich bin so fett! Yeah! Gott, aus was muss einfach kommen. Die Zeremonie! Das Ritual des Güldenen wurde zerstört! Der Eindringling ist des Todes! Halte ein, du Narr! Hochmeister! Alles war bereit! Wir haben die Zeichen abgewehrt und diesen Tag vorbereitet! Abgewartet. Egal. Und nun war alles umsonst, dieser Eindringling hat! Ich wage es nicht einmal, die Worte zu fassen! Die Waffe weg, bevor ich dich als Ketzer ansehen muss, Meister Gerwald. Ich verstehe nicht! Glaubst du etwa, der Güldene irrt? Wie? Der? Er? Natürlich nicht! Hochmeister, er ist der Ursprung aller Wahrhaftigkeit! Und seine Wahl ist erfolgt. Wir alle waren Zeuge, wie ihn sie traf. Schön. Ja, das lese ich auch mit vor. Autsch, mein Schädel wird dir die letzten Tage danken. In Zukunft gehe ich schon da. Verflixt, ich kann mich nicht mehr halten. Was hat eine Hexe in der heiligen Halle zu suchen?
Autsch! Ich hätte nicht gedacht, dass der Strahl des Gülden so einen Druck auf den Schädel. Was ist passiert? Und vor allem, warum liegt da in meinem... Wer liegt da in meinem Sonnenkreis? Der alte Dickschädel war nicht gerade ein sanfter Landeplatz. Ergreift die Hexe! Ups, der gesamte Landeplatz war nicht ideal. Du bist wach? Schön, schön, Erwählter. Dann sag deinen neuen Freunden, sie sollen mich in Ruhe lassen. Erwählter? Was hat das zu bedeuten? Ruhe, verdammt! Mein Kopf! Der nächste Schreit kriegt was mit der Axt! Was ist denn aus der alten Zeit geworden, als Tempel noch Orte der Andacht statt Tollhäuser waren? Der Güldner prüft uns schwer. Sei unbesorgt, Hochmeister. Sie sollen den Tempel mit ihrem Blut reinigen. Brunnen! Brunnen, halte ein. Nicht du, sondern er wurde erwählt. Niemand berührt den güldenen Günstling. Niemand. Tja, da guckst du, Jungchen. Also niemand hier diese Fässer drauf Hand habe ich legen. Verstehe ich das richtig? Niemand. Hervorragend, da werde ich jetzt... Es sei denn, du wärst hörig genug, den heiligen Zug nicht zum Erfolg führen zu wollen. Wie bitte? Wir werden das alles im Turm besprechen. Schaff die Hexe fort und bring deine Welten in meine Kammer. Was? Sorg dafür, dass sie mich nicht anrühren. Indem ich mir den Finger schnippe, oder wie? Du bist der Erwählte. Wer würde schon wagen, Hand an deine Gefährten zu legen? Eine Hexe als Gefährtin des güldenen Günstlings? Unmöglich. Streng genommen bin ich gar keine Hexe. Du hast bereits gestanden. Versuche nicht, dich herauszuwinden. Du stehst auf der Wahrhaftigkeit, korrekte Abläufe und dergleichen Zeug ein, nicht? Denk doch mal nach, woher haben mich deine Leute geschnappt? Sag es ihr, Brunn. Während einer Hexenzeremonie. Na eben, da habt ihr den Beweis. Du fasselst wir, Weib. Was? Das ist doch so klar, dass gerade in Ordnungsliebhaber drauf kommen solltet. Wenn ihr die Feier unterbrecht, die mich in die Hexenschaft aufnehmen sollte, bin ich doch keine Hexe. Das ist... Das ist gut. Es sei selbst die Zeugen ihrer Unschuld. Glaube nicht, wir lesen so leicht von dir ab, Weib. Brunn, du bist mir dafür verantwortlich, dass die beiden den Weg zu meiner Kammer finden. Dort werden wir einiges zu bereden haben. Einiges. Die Versammlung ist aufgelöst. Geht alle eure Arbeit zurück. Ja, und ich klaue jetzt gleich diese scheiß Statue, ey. Gehen alle deine Pläne so glatt auf? Du hast der Hochmeister gehört. Bring mich zu ihm, Jungchen. Folge mir in den Turm. Erwählte. Yeah. Ich habe gehört, was der Hochmeister über dich sagte, aber glaube nicht, alle teilen deine Ansichten, Blender. Hast du nichts dazu zu sagen? Also, ich wollte, dass du weißt, was ja einige über dich denken. Na und was weißt du nun? Ja nun. Habt ihr es gesehen? So macht man eben einen Auftritt kaputt. Jemanden einen Auftritt kaputt. Ach. Ich kann nicht lesen. Was soll's? Du bist während der ganzen Aufregung bemerkenswert verbeherrscht geblieben. Der Rauch macht einen Ruf ruhig. Nimm auch einen Zug. Der Schrecken umgibt uns. Der Güldene schützt uns. Das hast du aber fein aufgesagt.